Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 11. März. Mein Name ist Ronald Gierth, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Unsere Themen sind der DAX, der Dow Jones und der Euro-Dollar-Kurs. Alle drei gestern ganz schön im Aufruhr, denn die EZB hat geliefert. Aber es war dann auch wieder nicht recht. Warum? Nun, weil sie zu viel geliefert hat. Das gibt's auch. Wir sehen hier den DAX-Future seit Beginn der Handelswoche, sprich seit Montag auf 15-Minuten-Basis, und wir sehen in Relation zu dem, was sich am Donnerstag tat sich in den Tagen zuvor schlicht gar nichts, obwohl das auch eine Handelsspanne von 200 Punkten war. Aber das hier hat eine andere Dimension. In der Spitze waren es im DAX-Future 600 Punkte zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief, und die lagen zeitlich gerade mal so 3,5 Stunden auseinander. Ja, die EZB lieferte, und das schon um 13.45 Uhr. Tückisch und unüblich. Damit wurden die Marktteilnehmer überrumpelt. Die hatten ja damit gerechnet, dass die EZB das Volumen der Anleihekäufe aufstocken würde. Das wurde bisher immer rübergebracht, gemeldet, um 14.30 Uhr zu Beginn der Pressekonferenz durch EZB-Chef Draghi höchst selbst, weil 13.45 Uhr, das war dann eigentlich immer so für die Zinsen als solche reserviert. Aber die wurden auch noch gesenkt, und nicht nur der Einlagensatz, der sowieso schon im Minus war, sondern auch der Ausleihsatz und der Leitzins, der jetzt genau bei 0% liegt. Darüber hinaus wurde in der Tat das Volumen der Anleihekäufe von 60 auf jetzt 80 Milliarden Euro pro Monat nach oben gefahren. Und natürlich, da blieb einem auch nichts anderes übrig, die Liste der kaufbaren Wertpapiere im Rahmen dieses Anleihekaufprogramms erweitert. Sonst kriegt man das Geld nämlich gar nicht untergebracht. Tja, da stand man da um 13.45 Uhr und war überrascht. Und das führte dazu, dass die Bären erst einmal in wilder Hast eindeckten. Das trieb die Kurse. Und das sehen wir auch hier. 9.750 etwa. Das war das Niveau, bevor die EZB dann meldete. Und danach waren wir bei 10.000. Der symbolischen, wenn auch charttechnisch nicht wichtigen Marke. Und knapp darunter drehte der DAX Future dann. Und das dramatisch. Man versuchte es zwar noch erstmal Richtung Handelsbeginn in den USA aufzuhalten, diese Verkaufswelle, aber die ging umso heftiger zur Sache, als deutlich wurde, dass nicht nur die Wall Street fällt, sondern auch alles andere plötzlich auf dem Kopf stand. Da war plötzlich der Goldpreis, zuvor anfänglich deutlich im Minus, im Plus. Rohöl fiel. Und nicht nur das, auch Euro-Dollar stand plötzlich Kopf. Dazu kommen wir gleich. Tja, und das führte dann zu einem heftigen Minus, das im Xetra-DAX um 17.30 Uhr 225 Punkte ausmachte. Da schloss der Index bei 9.498 Punkten. Und zeitweile ging es nochmal 100 Punkte am frühen Abend abwärts, bevor dann an der Wall Street ein Turnaround einsetzte, der allerdings nicht unbedingt Auswirkungen auf Europa haben muss. Auch dazu gleich mehr. Erstmal zum charttechnischen Bild des DAX. Hier auch wieder dargestellt als DAX Future. Da sehen wir, ja, 9.513, das ist dann am Ende gegen 22 Uhr ein Closing gewesen, das nicht nennenswert weit entfernt lag von dem, wo der DAX im Xetra-Handel um 5:30 schon geschlossen hatte. Und es war eine Verteidigung der 20-Tage-Linie hier im DAX Future genauso wie beim Xetra DAX. Dafür ist er aber erstmal über die 9.900er-Marke als Widerstand hinausgelaufen, dann doch wieder drunter gerutscht und durch das Zwischenhoch von Mitte Februar. Diese Unterstützung sind schon mal hinüber. Jetzt geht es darum, ob die Kreuzunterstützung aus der ja nach oben durchbrochenen oberen Begrenzung des Dezember-Abwärtstrends zusammen mit der 20-Tage-Linie halten kann. Wenn nicht, wird's ernst, denn die nächste Unterstützungszone hier im Bereich 9.300 Punkte ist ja nun in Schlagdistanz, und die zuvor wochenlang überkaufte Stochastik ist immer noch sehr, sehr weit oben, hat nun aber ein Verkaufssignal generiert. Also, da haben die Bullen ordentlich zu kämpfen, wenn sie da noch dagegen halten wollen. Das Risiko, dass die Rallye endet, ist damit nicht zu unterschätzen. Wir hatten gesagt, für Long-Positionen, für die kleinen, vorsichtigen,
aber auch spekulativen Long-Positionen wäre ein Stop-Loss von 9.500 Punkten sinnvoll. Da dachte man sich wahrscheinlich so um 14 Uhr, boah, das ist ja meilenweit weg. Ja, aber um 18 Uhr waren wir dann drunter. Und da ausgestiegen zu sein, ist vielleicht auch kein Fehler. Letzten Endes in einer neutralen Position zu bleiben, macht alleine deswegen schon Sinn, weil man wirklich nicht absehen kann, wie es weitergeht. Wir haben morgen am Samstag, wo die Börsen geschlossen haben, wichtige Konjunkturdaten aus China. Am Montagmorgen, bevor wir überhaupt Papp sagen können und die Börse aufmacht, hat die japanische Notenbank ihre Entscheidung auf dem Tisch. Und dann kommt am Mittwoch die US-Notenbank und am Freitag der große Verfalltermin an den Terminbörsen. Das kann also noch hektisch werden und es ist nicht in Stein gemeißelt, dass der DAX nun weiter nach unten abrutscht. Genauso wenig allerdings darf man jetzt darauf bauen, dass er sich wieder erholt und über die 9581 hinaus jetzt doch wieder in Richtung 9900 und höher läuft. Kann man einfach nicht voraussetzen. So gesehen ist kurzfristig neutral zu sein hier sicherlich kein Fehler. Ja, aber an der Wall Street, da war man heiter und gelassen. Allerdings kann man das irgendwie nachvollziehen. Erstens mal mit dem Gedanken, ja, Entschuldigung, was die EZB da so treibt, mag wie eine Verzweiflungstat wirken, weil sie gleich die große Kelle genommen hat. Es mag auch so wirken, als wäre die Pulverkammer nun leer, aber die Situation trotzdem kritisch. Sonst hätte die EZB ja nicht nachgelegt und vor allem nicht in diesem Umfang. Alles wahr. Das mag auch die europäischen Marktteilnehmer zutiefst betroffen haben, aber das geht ja uns nichts an, sagt sich der US-Anleger. Gut, Globalisierung hin oder her, dort drüben ist der Glaube nicht ganz unverbreitet, dass man zwar die Vorteile der Globalisierung bekommt, aber nicht die Nachteile durch die Hintertür gereicht kriegt. Und so gesehen bleibt man da fröhlich und ungehemmt, zumal es ja natürlich durchaus einen faktischen Vorteil der Situation gab. Wie eben schon erwähnt, hat der Euro-Dollar-Kurs sich auf den Kopf gestellt. Zuerst fiel er, dann stieg er. Und das sehen wir uns auch gleich an. Und ein steigender Euro ist für die US-Exporteure von großem Vorteil. Das heißt, Eurozone-Waren werden teurer und die eigenen werden in Relation zur Konkurrenz billiger. Und das hat natürlich schon dazu beigetragen, dass zeitweise recht deutliche Verluste, die lagen immerhin mal so um die 180 Punkte, am Ende nur noch 5 Pünktchen betrugen. Dazu kam der Faktor 200-Tage-Linie. Denn, schauen Sie sich den Chart mal an, da ist der Dow Jones fast rangelaufen, die 200-Tage-Linie wieder zu überwinden. Dann wäre doch alles, symbolisch gesehen zumindest, wieder gut. Und darüber hinaus haben wir hier eine überkaufte Stochastik, nach wie vor. An der 200-Tage-Linie nachhaltig nach unten zu drehen und gleichzeitig das bei überkauften markttechnischen Indikatoren ist ein Horrorszenario für jeden bullischen Investor. Also hat man natürlich mit dem Argument des fallenden US-Dollar, sprich steigenden Euro, ordentlich zugegriffen und versucht, die Verluste, die zeitweise nicht aufgelaufen waren, wieder aufzuholen. Natürlich hat man dabei ignoriert, dass der Goldpreis stieg, der Rohölpreis fiel, aber naja, kurzfristig ist erstmal wieder alles gut und dieses Zwischenhoch von September 16.933 auch noch verteidigt. Allerdings sollte man auch hier vorsichtig bleiben. Natürlich kommen die Konjunkturdaten aus China auch an der Wall Street mal vorbei. Auf dem Papier, die Entscheidung der japanischen Notenbank steht an und wie gesagt, US-Notenbank und Verfalltermin. Also, sicher ist sicher. Wer hier auf der Long-Seite dabei wäre, sollte auf jeden Fall mal seinen Stop-Loss enger fassen. Wir würden sagen, von 16.700 zuletzt auf jetzt 16.800 Punkte und damit knapp unter das Tagestief des gestrigen Donnerstags. Denn sollten wir da noch wieder drunter rutschen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 20-Tage-Linie, aber auch die Nackenlinie dieses Doppeltiefs fallen, deutlich gestiegen. So, und nun ein Blick zu Euro-Dollar. Das hier ist mal unverhofft, kommt oft in Reinkultur. Es erinnert nicht nur, es ähnelt sehr dem Szenario von Anfang Dezember. Auch da war das eine Reaktion auf die EZB. Nur, Anfang Dezember wurden die Erwartungen enttäuscht. Schon damals hatte man darauf gesetzt, dass die EZB das Volumen der Anleihekäufe hochfahren würde, was sie nicht tat. Klar also, dass all diejenigen, die hier im Vorfeld im Oktober und November genau darauf gesetzt und den Euro gedrückt haben, sofort ausstiegen und durch die Eindeckung von Short-Positionen der Euro-Dollar-Kurs stark stieg. Aber gestern hat die EZB ja geliefert. Sie hat genau das getan oder entschieden, was sie Anfang Dezember eben nicht getan hat. Und sogar noch mehr.
da sie ja noch die Zinssätze im Leitzinsbereich gesenkt hat. Und dann so eine Reaktion ist ja schon verblüffend. Nun, wir sehen, wir sind ungefähr bei 1,10 ins Rennen gegangen gestern und sind dann immerhin bis 1,0822 durchgereicht worden. Das heißt, es ging genau in die Unterstützungszone, die wir hier sehen, vom Mai und Juli, 1,0808, 1,0822, wo der Euro-Dollar-Kurs gerade Anfang des Monats wieder nach oben gedreht hatte. An dieser Unterstützung drehte Euro-Dollar plötzlich nach oben und schoss ins Plus. Erstmal war die Reaktion also durchaus folgerichtig. Doch dann dürfte man sich gesagt haben, tja, wenn die EZB so mit der großen Kelle zuschlägt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da noch was nachkommt, auf das man setzen könnte, perspektivisch gesehen Richtung Short-Seite beim Euro, wahrscheinlich nicht mehr besonders günstig. Zumal Mario Draghi auch im Zuge der Pressekonferenz erwähnte, dass die EZB nicht davon ausgeht, dass es noch zu weiteren Leitzinssenkungen kommen werde. Tja, und schon dachte man sich, wäre vielleicht doch besser einzudecken, diese Short-Position. Und das hat halt immer einen Haken. Nämlich, wer Short-Positionen eindecken will, muss long gehen. Denn wenn Sie Ihre Position, Ihre Gewinne fixieren wollen, bevor der Future ausläuft, regulär, dann müssen Sie ihn neutralisieren. Und eine Short-Position kann man eben, genauso wie Minus mit Plus, mit einer Long-Position nur neutralisieren. Das heißt, man geht long, wenn man 5 Kontrakte short ist, mit 5 Kontrakten long. Und patsch, ist genau in dem Augenblick, wo man long geht, der Kurs fixiert und der Gewinn gesichert. Aber das erzeugt eben Kaufdruck. Und genau der hörte dann plötzlich nicht mehr auf, weil sich eben nach ersten Gewinnmitnahmen einige sagten, ja gut, es hat ja irgendwie keinen Sinn mehr, jetzt auf einen fallenden Euro zu setzen, wenn die EZB durch ist. Und auch wenn sie es nicht ist, weil die Lage sich verschlechtert, für die nächsten Monate ist da nichts mehr drin. Also drehte das Bild plötzlich. Und sowas kommt ja öfter zustande. Wir hatten es ja im Vorfeld erwähnt. Wenn alle von irgendeinem Ereignis ausgehen und im Vorfeld darauf setzen, dann ist eben plötzlich keiner mehr da, der, wenn das Ereignis eintritt, genau das tut, nämlich hier zum Beispiel beim Euro Short gehen oder Long gehen beim DAX. Und dann passiert gerne mal das Gegenteil. So haben wir nun den überraschenden Break über die Widerstandszone 1,1030, 1,11, nebst der 20- und 200-Tage-Linie, die innerhalb dieser Zone verlaufen sind. Wir haben zugleich ein Kaufsignal des MACD. Durchaus denkbar, dass sich diese Aufwärtsbewegung fortsetzt, möglich sogar, dass sie dann über die Zwischenhochs vom Februar hinaus gelangt. Eine kleine Long-Position mit einem relativ engen Stop-Loss bei 1,0940 zunächst wäre dementsprechend durchaus eine Überlegung wert. So, das war mal das Erste. Natürlich tat sich auch allerhand beim Bund-Future, sprich am Anleihemarkt, und bei Gold und bei Rohöl. Kriegen wir aber nicht alles in eine Sitzung rein. Also schauen Sie heute Mittag wieder rein beim ING Markets Chart Flash, den wir auch über den ING Markets Club Ihnen bereitstellen. Spätestens um 13 Uhr sind wir da auf Leitung und da gucken wir uns auch die anderen Charts noch zusätzlich an, die im gestrigen Handel des Donnerstags von Bedeutung waren und interessant waren. Der nächste Morning Call und die nächste Morning Mail kommen dann Montagmorgen. Da dann natürlich auch mit dem Wissen, was sich dann in China seitens der Konjunkturdaten getan hat. Und bis dahin wünsche ich erstmal einen schönen Start in den Freitag und machen Sie es gut.